Hier gibt es den Wassernotstand bereits. In Norditalien, in der Po-Ebene. Im August herrschte eine Dürre, wie es sie seit Beginn der Wetteraufzeichnungen nicht gab. Der früher so imposante, längste Fluss Italiens wirkt kraftlos. Im Winter hat es in den nahen Alpen nur wenig geschneit. Das Schmelzwasser blieb aus. Und seit Monaten hat es nicht mehr geregnet. Ich besuche Claudio Ballone, Vater zweier Töchter und wie so viele hier Landwirt. Er baut Reis an. Wann hat es hier das letzte Mal geregnet? Das letzte Mal vor mehr als 50 Tagen. Das ist der angebaute Reis, der eigentlich nach Deutschland gehen sollte. Bio-Reis. Aber leider ist er tot, ausgetrocknet. Alles, weil wir hier gerade kein Wasser haben. Das ist das Problem. Wie viel Wasser bräuchten Sie, um diese Fläche jetzt hier optimal bewirtschaften zu können? Wenn wir dieses Feld hier bewässern, brauchen wir etwa 300 Liter pro Sekunde. Das Ganze dauert 3,5 Stunden, sodass wir am Ende ungefähr 3,2 Millionen Liter Wasser verbrauchen. Für einen einzigen Bewässerungsvorgang. Das sind Zahlen, über die wir uns sonst nie Gedanken gemacht haben. Aber jetzt merken wir, wie unglaublich viel Wasser wir hier verbrauchen. Und dass diese Menge an Wasser gerade schlicht nicht da ist. Wo hier jetzt der Staub aufwirbelt, müssten die Pflanzen eigentlich im Wasser stehen. Doch die Landwirtschaft ist Teil des Problems. Sie verbraucht die Hälfte des Wassers in der gesamten Region. Es kommt schon zu Verteilungskämpfen zwischen den Privathaushalten, der Landwirtschaft und der Industrie. Das Problem kann auch auf uns zukommen. Allerdings ist der größte Wasserverbraucher in Deutschland die Industrie, dann aber gleich gefolgt von der Landwirtschaft. Siehst du? Absolut kein Wasser. Normalerweise ist dieser Graben voll und jetzt ist da nichts. Also, das ist der letzte Reis aus dem vergangenen Jahr. Und ich weiß nicht, ob ich im nächsten Jahr überhaupt noch Reis haben werde. 80 bis 90% meiner Ernte werde ich wohl verlieren. Welche Sorgen machen Sie sich über die Zukunft und wie groß sind diese Sorgen? Für meine Familie, aber auch für viele andere Familien, ist das eine große Umstellung, eine drastische Entwicklung. Besonders große Sorgen macht mir die Zukunft unserer Kinder. Denn wer weiß schon, welche Zukunft sie hier erwartet. Das macht uns hier am meisten Angst. In der gesamten Region Lombardei wurde im Sommer der Notstand ausgerufen. Dutzende Gemeinden stellten nachts das Wasser ab. Autowaschen, den Garten wässern oder das Poolwasser auffüllen wurde verboten. Auch die Angst vor Bränden war groß, in Norditalien und in ganz Europa. Noch nie gab es seit Beginn der Aufzeichnungen 2006 so viele Waldbrände wie in diesem Jahr. Insgesamt sind in 23 europäischen Ländern knapp 800.000 Hektar durch mehr als 2.500 einzelne Feuer verbrannt. Und deshalb fragen sich die Italiener angestrengt, wie sie Wasser zurück in den Fluss Po leiten können. Ich besuche den Staudamm am Lago Maggiore, der in diesem Jahr auch nur die Hälfte seines Wassers trägt, was dazu führt, dass auch das angeschlossene Wasserkraftwerk wesentlich weniger Strom produziert. Das Ablassen von Wasser aus dem Lago Maggiore in den Po würde nur kurzzeitig helfen, sagt der zuständige Schleusenwärter. In den deutschen Medien heißt es, es gäbe das Vorhaben, den Lago Maggiore und den Gardasee abzulassen, um den Po wieder aufzufüllen. Wie sinnvoll ist denn so eine Aktion? Das ist alles nur eine Illusion. Ja, das hier ist ein Auffangbecken, aber wenn ich davon Wasser in den Fluss fließen lasse, trocknet das Becken sofort aus. Hier haben wir auch zu wenig Wasser, daher macht es keinen Sinn. Es ist eine nie dagewesene Situation. Wir haben in den letzten 70 Jahren noch nie eine solche Dürre erlebt. Auch in Deutschland gibt es bereits Regionen, in denen das Wasser knapp wird. In der Rhein-Main-Region zum Beispiel wurde Wasser dem schwächelnden Rhein entnommen, um damit das Grundwasser aufzufüllen. Überall mangelt es an Niederschlägen. Wie kann man einer Region wie der Lombardei überhaupt noch helfen, die so exemplarisch ist für das, was gerade in ganz Südeuropa und auch bald bei uns passiert?
Was ist Ihre persönliche Mutmaßung? Also man sieht ja, dass das System schon jetzt an seine Grenzen gestoßen ist. Wie soll sich das entwickeln? Ich muss sagen, ich bin nicht sehr optimistisch, weil ich sehe, dass der Klimawandel immer mehr voranschreitet. Wenn wir so weitermachen, wird die Welt aus den Fugen geraten. Eines ist schon jetzt klar. Wir alle werden in einer anderen Welt leben, als wir sie heute kennen. Während meiner Dreharbeiten in Italien herrscht übrigens eine Hitze von über 42 Grad. Fast so viel wie in meinem Experiment an Tag 3.